Servus Freunde und herzlich willkommen bei einem weiteren Part, die Vorgeschichte von Gothic oder sowas in der Art. Laborwasserflasche, Innenstatue und eine Laborwasserflasche. Gut. Wir haben die Banditen im letzten Part besiegt und sollen uns jetzt auf den Weg machen, die drei stärksten Heilkräuter auf dieser Insel zu finden. Und die soll es am Wasserfall geben. Oh, hier liegt ein Stängel Sumpfkraut. Dann fehlen mir nur noch drei. Der Hammer. Dann fehlen mir nur noch drei Stängelchen. Vielleicht finde ich ja noch mehr auf dem Boden rumliegen. Ja, Heilpflanzen sind jetzt nicht unbedingt die, die ich brauche, aber... Vielleicht sind das ja doch die drei, die ich hier habe, oder? Mal gucken. Ich weiß gar nicht, wo wir die gefunden haben. Irgendwo haben wir die gefunden. Danach wurde das Gespräch, glaube ich, abgebrochen. Hallo, Magierchen. Magierchen. Kuckuck. Hey, Dude. Hey, you. Nein, waren die nicht. Wahnsinnig. Gut. Ich glaube, wir haben jetzt eigentlich alles, was wir zu bekämpfen haben, bekämpft, oder? Ach nee, er hat ja auch gesagt, wir müssen tauchen, ne? Wie kann man denn unter Wasser was aufheben? Ha. Gute Frage. Also, wenn ich es richtig gesehen hatte, war da unten nichts, was wir quasi wo wir reinschwimmen konnten. Gut, ich habe jetzt nicht so viel gesehen, aber immerhin ein bisschen was. Und das bisschen hat mir schon gereicht. Ist hier noch was? Außer der Tod eventuell? Ne, auch nichts. Zack. Zack, zeraps. Hier geht's runter. Pupf. Und tauchen. Gut. Alright. Ich sehe zwar eigentlich nichts. Lass halt nicht kurz auftauchen mit der Trinke hier. Alles klar. Wir haben ja irgendwas aufgeschrieben. Papa ist dann Kabelpflanzen gefunden. Yay, aber ich habe keine aufgehoben. Wahnsinn. Oder reicht es, wenn ich da einfach nur so drüber gucke? Nein. Jetzt bin ich hier festgebackt am Boden oder was? So. Auftauchen. Und der die jetzt im Inventar? Ich glaube ja nicht. Hm. Hier haben wir nicht irgendwie sehr starkes Heilkraut, ne? Kann man nicht. Ich will unter Wasser was aufheben. Also mir fällt jetzt auch gar nicht ein, wie ich das aufheben konnte. Also auch in Gothic 2 konnte man es ja nicht aufheben. Steuerung, W? Ne. Also rankommen tue ich da nicht. Steht da nur, ich habe sie gefunden? Ja, ich habe sie gefunden, aber nicht, dass ich sie im Inventar habe. Wie geht denn das? Ich will das auch. Vielleicht. Wie E drücken? Nee. Vielleicht nur ein bisschen tiefer gehen. Ich habe ja schon Steuerung so gedrückt gehabt. Ne, also ich weiß nicht, wie ich die aufheben kann. Vielleicht gehe ich mal kurz zurück zum Magier und frage ihn mal, wie ich das bewerkstelligen soll. Ich bin echt ratlos, wie ich die vom Grund aufheben soll. Vielleicht kann ich mir hier einen Magier oder einen Lurker verwandeln oder so. Oder einen Fisch. Blub, 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 blub. Oder ich habe sie schon im Inventar. Oder schon quasi questmäßig aufgehoben, dass das fertig ist. Ich hab keine Ahnung. Das artet schon wieder an Arbeit aus, habe ich den bösen Eindruck. Das Kloster sieht cool aus, also nur dieses Backsteingebäude da. Pop. Stein auf Stein, so müsst doch sein.
Aber vielleicht reicht das ja schon, dass wir so einfach nur drüber geschwommen sind. Aufheben geht ja nun leider wirklich nicht. Mein Papa braucht Hilfe. Hey, du. Hey. Ja, nee, ich komme da einfach nicht ran. Wie soll man da auch rankommen? Ich habe noch nie gedacht, dass man bei Gothic irgendwie im Wasser was aufheben kann. Oder etwa doch. Denn es ist mir leider verborgen geblieben. Es war ja auch leider nie vonnöten, dass wir irgendwas aufheben vom Boden. Mal schauen. So, hier lang. Da lang. Wie geht das? Ich hab's rausgefunden. Und zwar war der Eintrag im Tagebuch der Hinweis dazu, dass wir die Pflanzen jetzt haben. Ich dachte, wir müssten dann nochmal zum Magier zurück, der uns das braut. Aber das müssen wir gar nicht. Wir müssen einfach zurück ins Dorf und Papa die Kräuter geben. Und dann reicht das. Was? Ja, habe ich mir auch gedacht. Nö, ab ins Dorf. Mal gucken, was uns dann erwartet. Was haben wir eigentlich noch für Quests offen? Ah, Sumpfkraut haben wir noch da. Ja, wahrscheinlich müssen wir dann noch zum Magier zurückgehen und einen Strauß Blumen als Dankeschön vorbeibringen. Oder sowas in der Art. Aber auf jeden Fall geht's Papa dann hoffentlich wieder gut. Was mit dem Achilles aus sich hat, weiß ich auch immer noch nicht. Bin mal gespannt, ob wir noch die Orks irgendwann angreifen. Mal schauen, mal schauen. Da laufen sie wieder zur Arbeit, die Faulen. Bäume, Papa, Happy Happy, lecker Kräuter. Und jetzt gibt dein Paps bloß nicht die falschen Kräuter, die ihn töten. Oh, lecker Kräuter. Stirf, alter Mann. Stirf. Aufstehen, alter Mann. Ich habe hier etwas, was dir helfen wird. Ich habe etwas, was dir helfen wird. Was ist das? Es sind die stärksten Heilkräuter, die es hier gibt. Meister Kayo hat gesagt, dass sie dir helfen werden. Der Magier? Ich dachte, er wäre von Banditen gefangen. Das war er. Und jetzt nimm die Heilkräuter. Mir geht es gleich besser. Du hast mir mein Leben gerettet. Ab sofort brauchst du nicht mehr auf dem Feld zu arbeiten. Du hast mehr auf dem Kasten, als ich jemals haben werde. Geh zu Mutter, sie wird dir etwas geben. Lebe wohl, mein Sohn. Tschüss. Meister Kayo, jetzt habe ich den Namen jetzt richtig gehört. Unsere Dragon Ball Fans hier. Hallo, Mami. Du willst mir etwas geben? Du willst mir etwas geben? Ich wusste, dass du deinen Vater nicht im Stich lässt. Wir geben deinem Wunsch nach. Du darfst nach Korenis. Hier sind 100 Goldmünzen für die Überfahrt. Lebe wohl, mein Sohn. Ich dachte, die kostet nur. Überfahrt, Korenis, ich komme. Hallo. Wo willst du hin? Du willst doch wohl nicht etwa von hier verschwinden. Doch, hatte ich vor. Ich habe das Geld zusammen und kann mir die Überfahrt leisten. Vergiss es. Ich werde keinen von dir weggehen lassen. Du wirst mich nicht aufhalten. Ja. Da irrst du dich aber. Ich werde dich auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Du, Bauer, willst mich bekämpfen? Dachte ich mir schon. Dann nehme ich dein Goldteller gleich mit, aber warte mal. Du mieser Penner! Batz! Tagebucheintrag. Wettsaufen. Ich habe irgendeinen Tagebucheintrag bekommen. Erfüllte Mission. So, dann gehen wir noch mal kurz mit Mutti reden. Mutter, da Mutti wird Boss hier, habe ich mir gesagt. Ihr könnt ins Bauernhaus ziehen. Ihr könnt ins Bauernhaus ziehen. Was redest du da?
Der Großbauer ist erledigt. Er wird euch nicht mehr knechten. Danke. Endlich sind wir den alten Sklaventreiber los. Was macht... Ich bin es langsam leid, aber jemand... Ja, aber du bist doch jetzt fertig. Oh, die Synchronisation war geil. Erst ganz leise und dann ganz laut. So, erzähl mal Alex davon, dass wir sie endlich von der Knechtschaft befreit haben. Was machst du hier, Jack? Ah, wir beißen die Fische. Jetzt beruhig mal helfen können, du Arsch. Hey, you! Ah, gefällt dir hier gut. Alex, möchtest du was davon wissen? Hey. Willst du mit nach Corinis? Willst du mit nach Corinis? Nach Corinis? Der Typ beim Fischer macht die Überfahrten. Ich glaube, ich habe nicht genug. Kein Problem, ich habe genug. Dann ist hier nichts, was mich noch aufhält. Sag dem Typen Bescheid. Ja gut, dann treffen wir uns da unten gleich, ja? Wollte noch kurz mit Paps sprechen, dass der auch weiß, dass der Großbauer hier erledigt ist. Ja gut, vielleicht sollten wir nicht unbedingt mit einer Banditenrüstung in Corinis auftauchen. Das dürfte ziemlich spannend werden. Costa? Okay, du hast mir nichts zu sagen. Und wie steht's? Wie steht? Quatsch mich nicht. Geh arbeiten. Schnauze, immer die gleich kaputt. Hundekörper. Gut, gut. Wagner, Mutti. Oh, Papa hat's übernommen. Papa ist der Boss hier. Hey! Ja, du willst mir sowieso nichts sagen. Aaron? Ende. Wagner? Ich habe mich durch die Insel gekämpft. Ich habe mich durch die Insel gekämpft. Wirklich? Ich bin bis zum Kloster vorgedrungen und habe den Magier von den Banditen befreit. Da habe ich dich wohl falsch eingeschätzt. Nein. Ich will dir erzählen, warum ich auf der Insel bin. Na, erzähl, warum bist du hier? Erzähl mir, warum du hier bist. Im Krieg haben sich einige Orks in einem Höhlenkomplex verschanzt. Wir sind mit einer Überzahl Männer dorthin gegangen. Dort drin war es ziemlich düster. Wir konnten nichts erkennen. Plötzlich griffen uns Minecrawler von hinten an. Ich hatte keinen klaren Kopf mehr und versuchte nur irgendwie dort rauszukommen. Am Ende durfte ich mit ansehen, wie jeder meiner Männer abgeschlachtet wurde. Seit diesem Vorfall habe ich die Armee verlassen und setzte mich auf dieser Insel zur Ruhe. Ich würde jetzt alles nochmal dafür tun, irgendwas von einem Minecrawler zu haben und es über meinem Bett aufzuhängen. Aber anscheinend gibt es hier diese Viecher nicht. Das war ja auch der Grund, warum ich auf diese Insel ausgewandert bin. Na gut, ach, kann er mir jetzt was beibringen? Kannst du mir... Ich wüsste nicht, was ich dir beibringen könnte. Okay. Er würde gern irgendwas haben, was er von Minecrawler oben aufhängen könnte. Naja, egal. Da finden wir jetzt nichts von. Wir gehen nach Corinis. Nehmen unseren besten Freund Alex mit, damit wir nicht ganz so einsam sind. Und dann machen wir die Insel unsicher. Hallo, hallo, hallo. Dragan, nimm mich mit. Bring mich nach Corinis. Bring mich nach Corinis. Hast du denn die 50 Goldmünzen? Ja, habe ich. Mein Freund Alex kommt auch mit. Bist du dir wirklich sicher, dass du deine Heimatinsel verlassen möchtest? Ja. Das war's. Die Vorgeschichte ist vorbei. Es war eine super Geschichte, finde ich. Hat mir super viel Spaß gemacht. Hoffe, euch hat es ja auch Spaß gemacht beim Zugucken. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.